Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin van Dinter, sehr verehrte Frau Stahl, Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum, Spectabilis, sehr geehrter Herr Dr. Thamer. Es ist für mich eine ganz große Freude, Sie alle hier heute zu unserem Jubiläumskongress 110 Jahre Niederrheinisch-Westfälische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in Bochum, dem Ort der Gründung unserer Gesellschaft, begrüßen zu können. Und ich freue mich sehr, dass trotz der Verlockungen, die die ersten Frühlingstage hier uns bieten und trotz der Parallelveranstaltungen, doch so viele unserer Einladung gefolgt sind. Und wir erwarten in diesen 3 Tagen sicher über 400 Teilnehmer, insgesamt aktive und passive Teilnehmer. Und das ist für eine Regionaltagung verhältnismäßig viel. Ein solches Jubiläum, 110 Jahre Gesellschaft für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, das ist ein Anlass, auch einen kleinen Rückgriff auf die Geschichte zu machen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, angesichts der Versorgungsverhältnisse, wie sie heute bestehen, unter welchen Bedingungen unsere Vorväter und vor allen Dingen unser Gründervater, Herr Dr. Ewerke, hier in Bochum seine Arbeit aufnehmen musste. Es war das ausgehende 19. Jahrhundert und das junge Ruhrgebiet war Anlaufstelle für alle diejenigen, die im großen Umkreis nach Arbeit suchten. Und das führte dazu, dass in Bochum die Einwohnerzahlen sich innerhalb kürzester Zeit vervierfachten. Und Sie werden sich alle vorstellen können, dass jede kommunale Gesundheitspolitik scheitern muss, wenn eine so große Masse an Bedürftigen sozusagen nach Versorgung rufen. Und das war die Situation. Und Sie müssen sich vorstellen, dass keine frauenärztliche Versorgung damals existierte hier im Revier und letztlich die Hebammen natürlich die Geburtshilfe leisteten. Wobei man sagen muss, dass auch die schiere Zahl an Müttern und zu gebärenden Kindern die Möglichkeiten der Hebammen völlig überforderte. Abgesehen davon, dass natürlich die Lehre von Lister und Semmelweis mit Asepsis und Antisepsis noch nicht bis in die letzten Winkel der Provinz vorgedrungen waren. Ergebnis war eine Katastrophe, wenn ich so sagen darf, in der geburtshilflichen Versorgung. Es gab eine Säuglingssterblichkeit von sage und schreibe 17,9% und unzählige Mütter sind am Kindsbettfieber damals verstorben. Hier im Raum Bochum-Hagen waren es in 2 Jahren fast 200 Mütter und natürlich unzählige Kinder, die im Laufe nach der Geburt durch Infektion und mangelnde Hygiene zu Tode kamen. Das waren die Bedingungen, unter denen Dr. Ewerke praktisch als erster Frauenarzt hier seine Arbeit aufnahm und aufnehmen musste. Und wie Sie sich vorstellen können, war das nicht nur eine Pioniertat per se, sondern es war eine Erlösung für die Bevölkerung hier, dass sich endlich jemand der frauenärztlichen Versorgung annahm. Und er, von Statur ein Hühne, krempelte die Arme hoch. Er ist in Beckum hier in Nordrhein-Westfalen geboren und ein echter Westfale. Und von unbändigem Tat- und Schaffensdrang geprägt, hat er die Ärmel hochgekrempelt und hier die Versorgung aufgenommen. Und es war ihm nicht genug, zunächst die ambulante Versorgung zu gewährleisten. Nein, er wollte auch die klinische Versorgung bestreiten und hat hier im Augusta-Hospital die erste frauenklinische Abteilung sozusagen im Rahmen der Chirurgie aufgebaut und geleitet mit seinem Kollegen von Badeleben hier im Augusta-Krankenhaus. Also das waren die war der Beginn und schon allein dadurch hat Dr. Ewerke hier Medizingeschichte geschrieben. Es sind natürlich für die damaligen Gründerväter wäre es unvorstellbar gewesen, diese positive Entwicklung unserer Gesellschaft sich vorzustellen. Es waren damals 15 Mitglieder, die zusammen mit Ewerke und seinem Freund Gummert die Gesellschaft gegründet haben, übrigens unweit unserer Tagungsstätte hier in Bochum. Und im Jahre 1933 waren es dann schon 75
und heutzutage haben wir über 500 Mitglieder. Das heißt, es ist ein strahlend positiver Verlauf dieser Gesellschaft und dafür können wir unseren Gründervätern überaus dankbar sein. Die Geschicke, die medizinischen, vor allen Dingen die gynäkologisch-geburtshilflichen Geschicke, die diese Gesellschaft in die Hand genommen hat, die haben ja Jahrzehnte der Medizin hier geprägt und die schiere Zahl an Publikationen, die aus unserer Gesellschaft hervorgegangen ist, liegt ein beredtes Zeugnis über die Leistungsfähigkeit in allen Bereichen der Medizin ab. Es ist hier quasi Höchstleistungsmedizin entstanden aus dem Weitblick, den ein einzelner Frauenarzt damals 1898 gehabt hat und mit der Gründung dieser Gesellschaft hat er etwas ganz Großes hier in dieser Region geschaffen, zumal solche wissenschaftlichen Gesellschaften nicht außerhalb der Universitäten üblicherweise angesiedelt waren. Das war also in jeder Weise ein Novum. Natürlich sind die medizinischen Probleme heute nicht zu vergleichen mit denen damals, aber es gibt Verbindungen, es gibt Entwicklungen, vor allen Dingen die wissenschaftliche Arbeitsweise unserer Vorväter, der kritische Blick, die saubere Analyse, auch schon statistisch damals, hat dazu geführt, dass die Versorgung im Bereich der Frauenheilkunde hier im Revier zunehmend besser wurde, bis eben diese Exzellenz, wie sie heute besteht, erreicht wurde. Und das verdanken wir unseren Vorvätern. Und am deutlichsten wird es vielleicht in der Geburtshilfe. Wir haben eben im kleinen Kreis schon drüber gesprochen. Es ist ein dramatischer Paradigmenwechsel zu verzeichnen, wenn Sie sich überlegen, dass zur Zeit Ewerkes das Primat des Erhalt des Lebens der Mutter ganz im Vordergrund stand, dann das Primat des Erhalt des Lebens der Säuglinge und Kinder und heutzutage sozusagen die hirnorganische Intaktheit der Kinder bei Geburt und die Gewährung und Gewährleistung einer intakten und ungestörten psychomotorischen Entwicklung quasi gefordert wird, sogar in Hochrisikogruppen wie zum Beispiel bei Frühgeborenen. Das ist ein dramatischer Wandel, der sich sehr gut an diesem Beispiel ablesen lässt, aber es gibt natürlich auch weitere Beispiele aus dem Bereich der Gynäkologie. Nun, bei aller Euphorie und bei allem Grund zur Freude, dass wir die Hochleistungsmedizin im Laufe dieser 110 Jahre bis zur heutigen Spitze getrieben haben, dürfen wir nicht vergessen, dass im Mittelpunkt all dieser Bemühungen der Mensch steht. Der Mensch steht auf Seiten des Patienten oder der Patientin und natürlich auch auf Seiten des Therapeuten und Arztes. Und vielleicht liegt darin die Hauptaufgabe der Zukunft, auch dieser Gesellschaft, die Kombination von einer Höchstleistungsmedizin in unserem Fachgebiet der Frauenheilkunde zu gewährleisten und gleichzeitig diese Menschlichkeit in der Medizin zu optimieren, vor allen Dingen, um letztlich die Lebensqualität der zu versorgenden und uns anvertrauten Mütter und Kinder zu gewährleisten, aber auch unsere eigene Lebensqualität interkollegial. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir noch große Aufgaben vor uns und die sollten wir beherzt angehen. In diesem Sinne wünsche ich der Gesellschaft, dass sie weiter blühen und erblühen und aufblühen möge, in diese Richtung sich vielleicht entwickeln sollte und in Tradition und Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Mütter eine Optimierung der menschlichen Medizin geschafft wird. In dem Sinne ist mir nicht bang um unsere Zukunft und die Zukunft der Gesellschaft und hiermit darf ich Sie nochmals ganz herzlich begrüßen hier in Bochum, der Gründungsstätte unserer Gesellschaft und herzlich willkommen zum Jubiläumskongress 110 Jahre Niederrheinisch-Westfälische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich danke Ihnen. Ich darf jetzt Frau van Dinter, die Landtagspräsidentin, bitten, ihr Grußwort zu sprechen.
Sehr geehrter Herr Professor Jensen, liebe Frau Bürgermeisterin Stahl, sehr geehrter Herr Professor Muhr, meine Damen und Herren, verehrte Gäste. Das Jahr 1898 ist für die Frauenheilkunde in Deutschland ein bedeutendes. Vor 110 Jahren, im Frühjahr 1898, absolvierte Hermine Häusler-Edenhuizen ihr Abitur. Und das war der Beginn einer großen Karriere. Kurz nach der Schule begann die gebürtige Ostfriesin ihr Medizinstudium in Berlin, Zürich, Halle und Bonn. Und aus diesem Studium ging sie wenig später als erste deutsche Frauenärztin hervor. Zeitlebens setzte sie sich ein für das Wohlergehen und für die gesundheitliche Aufklärung von Frauen ein und oft übrigens auch gegen den Druck ihrer männlichen Kollegen. Und stets hat diese mutige Frau erklärt, der Mensch steht im Mittelpunkt der Medizin. Hermine Häusler-Edenhuizen hat damit einen bedeutenden Beitrag zur Fortentwicklung der Frauenheilkunde in unserem Land geleistet. Für eben diese Fortentwicklung ist noch ein weiteres Ereignis im Jahr 1898 bezeichnend. Denn hier in Bochum gründete sich damals vor 110 Jahren die Niederrheinisch-Westfälische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Eine Institution, die gestern wie heute den Anforderungen einer modernen und vor allen Dingen einer menschlichen Medizin Rechnung trägt. Herzlich möchte ich Ihnen, den Fachärztinnen und Fachärzten, zu diesem erfreulichen Jubiläum gratulieren und mich für die Einladung zu Ihrer Jubiläumsveranstaltung bedanken. Verehrter lieber Herr Professor Jensen, im Namen des Landtages Nordrhein-Westfalen darf ich Ihnen daher die herzlichsten Glückwünsche überbringen. Gern bin ich hier nach Bochum gekommen, denn selbst in unserer eigenen Geschichte und in meiner Großfamilie erzählt man noch gerne Geschichten von früher und heute, kann ich sagen, dass vermutlich zur Gründung dieser Institution vor 110 Jahren meine Urgroßmutter hier in Bochum gelebt hat. Vermutlich hat sie ja damals noch nicht das Wirken von Frauenärzten in Anspruch nehmen dürfen, denn sie hatte, wie das glaube ich zu ihrer Zeit üblich war, 11 Geburten und nur 4 Kinder großgekriegt. Meine Großmutter, die auch hier in Bochum geboren ist, hatte dann nur noch 2 Kinder, die haben beide überlebt. Und meine Mutter, die hatte 5 Kinder, die hat immerhin ihre Kinder noch mit ihrem ganz normalen Hausarzt zur Welt gekriegt. Ich bin als Zwilling zu Hause bei Kerzenlicht geboren, mit einem ganz normalen Hausarzt. Als ich selber dann meine Kinder kriegte, war ich ziemlich froh, weil eins dieser Kinder war 10 Pfund und 120 Gramm schwer, dass ich die ganz, 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 Gott sei Dank, modernen Errungenschaften ihres Medizinzweiges in Anspruch nehmen durfte. Und ich war auch sehr froh, in einem Krankenhaus zu liegen und da gut betreut zu werden. Deshalb kann ich sagen, an meiner eigenen Familiengeschichte kann ich sehr gut ableiten, was ihr Berufsstand in all den Jahren hier geleistet hat. Dieser Rückblick soll aber natürlich auch ein Ausblick sein, denn das ist natürlich immer Ziel einer solchen Tagung, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Erfahrungen auszutauschen und das bestehende Wissen im direkten Miteinander zu mehren. Und ich freue mich deshalb sehr, so viele erfahrene medizinische Experten hier im Stadtpark Bochum begrüßen zu dürfen. Und ich frage mich, wie würde Ihre Kollegin, die vor 110 Jahren angefangen hat zu studieren, wohl reagieren, wenn sie das Programm zur Tagung heute hier sehen würde. Ich denke, sie wäre erstaunt darüber, wie rasant sich der medizinische Fortschritt in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen hat. Und sie wäre vermutlich gleichzeitig auch glücklich darüber, wie sehr sich moderne Frauenheilkunde positiv weiterentwickelt hat. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, ist auch dem großen Engagement ihrer Gesellschaft zu verdanken. Und nicht umsonst konnte deshalb diese Institution einen ausgezeichneten Ruf über die Rhein-Ruhr-Region hinaus erlangen. Seit über einem Jahrzehnt setzt sich für den persönlichen Erfahrungsaustausch der Ärztinnen und Ärzte ein. Durch Aus- und Fortbildung, durch Seminare, durch Forschungsprojekte fördern sie nach wie vor die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Mediziner. Eine derartige Vernetzung von Fachkompetenz kommt in erster Linie den Frauen in Bochum, im Ruhrgebiet und in ganz Nordrhein-Westfalen zugute, denn schließlich sind Gynäkologie und Geburtshilfe 2 Fachbereiche,
die das persönliche Vertrauen der Patientinnen in ganz besonderem Maße erfordern. Ja, meine Damen und Herren, noch aus einem weiteren Grund halte ich die Arbeit Ihrer Gesellschaft für wegweisend, denn hier im Ruhrgebiet ist bei dem anhaltenden Strukturwandel, stellt sich diese Region tatsächlich vor die Herausforderung, langfristig neue Kernkompetenzen zu entwickeln. Und die Gesundheitswirtschaft ist eins dieser Kompetenzfelder, die unsere großen Hoffnungsträger sind. Mit zahlreichen Medizinzentren, mit dicht besiedelten Kliniklandschaften, mit einer ausgesprochen hohen Qualität der medizinischen Betreuung hat sich das Ruhrgebiet eigentlich schon einen regionalen guten Ruf geschaffen. Aber das kann man alles immer noch verbessern. Davon bin ich überzeugt. Wir werden auch vermutlich noch ein wenig internationaler werden können und werden müssen, wenn wir den Zeiten der Zeit auch Rechnung tragen wollen. Und meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen deshalb, dass Sie eine gute Zukunft haben. Ich wünsche Ihnen immer Menschen an der Spitze, die auch genügend Motoren sind, das voranzutreiben, die Fantasie haben, die aber auch Netzwerke bilden können, damit die medizinische Fachkompetenz in dieser Region auch weiterhin zugutekommt. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch alles Gute für diese Tagung. Sie haben drei volle Tage, ein gutes Programm. Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie auch ein schönes Abendprogramm haben, dass sie auch diese Region in ihr Herz fassen und entweder gerne hier leben oder gerne wieder zurückkommen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrter Herr Professor Jensen, sehr geehrter Professor Moore, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Es ist schön, dass Sie aus Anlass des 110-jährigen Bestehens der Niederrheinisch-Westfälischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in die Stadt zurückgekommen sind, in der diese Vereinigung seinerzeit gegründet wurde. Zu diesem Jubiläum überbringe ich Ihnen gerne herzliche Grüße und Glückwünsche der Stadt Bochum und möchte mich ausdrücklich für die Einladung bedanken. Herr Professor Jensen hat auf die Geschichte, auf 110-jährige Geschichte zurückgeblickt. Frau van Linter hat die Bedeutung ihrer Gesellschaft gewürdigt, sodass ich mich eigentlich auf ein bisschen etwas anderes konzentrieren möchte. Und Sie verstehen sicherlich und sind wahrscheinlich sehr damit einverstanden, dass ich als Bürgermeisterin nichts zu den Fachthemen sagen möchte, die während dieses dreitägigen Kongresses hier erörtert werden. Da sind Sie mit Sicherheit die kompetenteren Vertreterinnen und Vertreter, denn auch man so aus dem eigenen Erleben das eine oder andere auch anschaulich wiedergeben könnte. Aber ich weiß, dass Sie mit der Standortbestimmung Bochum für Ihre Tagung eine gute Wahl getroffen haben. Und in dieser Meinung werde ich dadurch unterstützt, dass sich Bochum in den vergangenen Jahren immer deutlicher als Kongressstadt etablieren konnte. Einer der Gründe für die steigende Zahl von Kongressen ist sicherlich die hier beheimatete Ruhr-Universität. Gute Kontakte und eine hervorragende Zusammenarbeit kennzeichnen das Verhältnis zwischen ihr, den 5 weiteren Hochschulen und der Stadt Bochum. Die medizinische Ausbildung spielt an der Ruhr-Universität eine besondere Rolle. Ich spiele damit auf das Ihnen bekannte Bochumer Modell an. Seit vielen Jahrzehnten zeichnet es sich durch eine vorbildliche Verknüpfung von theoretischer Hochschulbildung auf dem Querenburger Campus mit den Erfordernissen einer praktischen Ausbildung vor Ort in den verschiedenen Krankenhäusern der Region aus. Und meine Damen und Herren, es ist mir ein Anliegen, denjenigen, die von weit her kommen und unsere Stadt nicht kennen, Bochum mit einigen Sätzen vorzustellen. Landläufig ist man der Meinung, das Ruhrgebiet habe bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht existiert. Man glaubt, erst die beginnende Industrialisierung habe unsere Region ins Rampenlicht der Geschichte gebracht. Aber dem ist deutlich zu widersprechen. So befindet sich nur einige Kilometer südlich von hier die, und wer hat es noch nicht gehört, Stiebler Dorfkirche. Sie wurde vor genau 1000 Jahren errichtet.
Nach einer aufwendigen Renovierung präsentiert sie sich als kunsthistorisches Kleinod, dessen Bedeutung gerade durch die alten Malereien aus der Frühzeit der Kirche weit über die Grenzen Deutschlands hinausreicht. Sie ist übrigens seit Ende Januar, da sind wir ganz besonders stolz, als erstes Bochumer Gebäude auf einer Briefmarke der Deutschen Post abgebildet. Und damit ein großer Werbeträger für unsere Stadt. Und zur Bochumer Vergangenheit gehören aber auch, und das ist bestens bekannt, Kohle und Stahl. Noch Mitte der 1950er Jahre konnte sich Bochum zu Recht Kohlehauptstadt Europas nennen. Mehr als die Hälfte aller Menschen war damals direkt oder mittelbar im Bergbau beschäftigt. Ähnliches galt für die Stahlindustrie, die mehr als 20.000 Menschen in Brot und Arbeit brachte. Aber Kohle- und Stahlkrise, oder besser gesagt Krisen, seit Anfang der 1960er Jahre, haben uns vor ungeheure Probleme gestellt. Doch, und das denke ich, kann ich mit Stolz sagen, diese Krisen haben wir weitgehend bewältigt. Mit der Ansiedlung von Opel, der Ruhr-Universität oder BP Aral ist es gelungen, große Arbeitgeber nach Bochum zu holen. Zeitgleich verlegte ein Werk seine Produktion in unserer Stadt, dessen Namen aktuell deutlich macht, dass mit der Bewältigung der Montankrisen keine Ruhe eingekehrt ist. Die meisten von Ihnen werden wissen, was ich meine. Nokia. Durch die Schließung dieses Werks wird unsere Stadt mit einem Schlag etwa 4.000 Arbeitsplätze verlieren, sowie jährliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in zweistelliger Millionenhöhe hinnehmen müssen. Diese problematische Entwicklung unterstreicht erneut, wie richtig unsere Bemühungen im Rahmen eines 2007 angeschobenen Projekts zur branchenspezifischen Standortentwicklung sind. Und glücklicherweise haben Sie vermutlich heute die Nachrichten gehört, es gibt einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein. Die Firma RIM, R-I-M aus Kanada wird sich hier ansiedeln, wird aber sicherlich nicht oder nur wenige der Arbeitsplätze auffangen können, die uns verloren gehen. Aber Sie sehen, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Es geht darum, Bochums besondere Stärken in 4 Fokusbranchen zu bündeln und zu kommunizieren. So konnten wir uns gut in Bereichen positionieren, die man früher nicht mit dieser Region in Verbindung gebracht hat. Ich nenne in diesem Zusammenhang stichwortartig die Felder Biomedizin, IT-Sicherheit, Verkehrstechnik oder Geothermie. Daneben wird der Förderung und Ansiedlung klein- und mittelständischer Unternehmen höchste Priorität geben. Denn dieses garantiert nicht nur neue Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern dieser Stadt auch zusätzliche Steuereinnahmen. Um etwaigen Investoren die Entscheidung für einen Standort zu erleichtern, ist es notwendig, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei kommt, wie wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen belegen, dem Freizeitsektor besondere Bedeutung zu, unter dem Begriff weiche Standortfaktoren. Und gerade in diesem Bereich hat Bochum sehr viel zu bieten. Und das, denke ich, sollten Sie sich vielleicht ein bisschen merken für Ihre Freizeitgestaltung abends oder vielleicht nach der Tagung. Einrichtungen wie das Deutsche Bergbaumuseum, das jährlich mehr als 400.000 Besucher zählt, das Bochumer Schauspielhaus als eine der bedeutendsten Bühnen im deutschsprachigen Raum oder das Musical Starlight Express. Das sind nur einige Begriffe, die weit über den Raum der Metropole Ruhr einen guten Klang haben. Und diese Kulturpfade waren mit dafür verantwortlich, dass die Europäische Union das Ruhrgebiet mit seiner Bannerträgerin Essen und Bochum zur Kulturhauptstadt Europa 2010 gekürt hat. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen den Ort Ihrer Jubiläumsveranstaltung kurz vorgestellt und möchte es dabei belassen. Sicherlich sind noch viele Fragen offen und ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein, erneut nach Bochum zu kommen, um die Stadt und ihre Menschen näher kennenzulernen. Und vielleicht noch einmal der Appell, vielleicht haben Sie nach Ihrer Tagung des Abends noch Zeit, das ein oder andere sich anzusehen. Für Ihre Tagung wünsche ich fruchtbare Diskussionen und Ergebnisse, die Sie Ihren Patienten und damit uns alle ein gutes Stück weiterbringen. Und ich schließe mit dem Gruß, der hier üblich ist, Glück auf.
Frau Landtagspräsident, Frau Bürgermeisterin, Herr Jensen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben schon erfahren, das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts war es, wo die Grundstrukturen der medizinischen Versorgung von Bochum geschaffen wurden, wie sie heute im Groben existieren, vielleicht verfeinert durch eine Universität, die zunächst heiß umstritten war und dann doch nicht in Dortmund, sondern in Bochum gelandet ist. Eine medizinische Fakultät in der westfälischen Reichshälfte unseres Landes mit Münster, die zweite, die anderen fünf sind im Rheinland angesiedelt. Nun, was ist weiter bemerkenswert oder interessant? Es hat so lange gedauert, weil der letzte deutsche Kaiser festgelegt hat, ins Ruhrgebiet kommen keine Kasernen und keine Hochschulen. Wahrscheinlich hat die Obrigkeit damals vor dem lokalen Bürgertum einen gewissen Respekt gehabt und wollte die weder mit Bildung noch mit Militär reizen. Es hat also bis nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert, bis hier in die Region Universitäten gekommen sind, gegründet worden sind in Überzahl und heute sind das Konkurrenten untereinander von den sieben Fakultäten. Bochum, eine davon, bekommt 8%, Frau Landtagspräsidentin, 8% vom Budget und muss damit existieren, dank großer Häuser in privater Trägerschaft, die sich zusammengefunden haben und die klinische Medizin bilden. Auf den ersten Blick ein verblüffender Vorschlag, der durchaus attraktiv sein kann und für das Land extrem preisgünstig in der Lehre sich darstellt. Das Problem dabei ist, aus Konkurrenten Partner zu machen, Misstrauen abzubauen, Ängste wegzubekommen und Vertrauen zu setzen. Das geht im Großen und Ganzen ganz gut. Eine schwerende Wunde haben wir noch und das ist das Gebiet, weswegen Sie hier sitzen. Die Frauenheilkunde ist in drei Krankenhäusern dieser klinischen Medizin miteinander verbunden, nicht vernetzt. Es gibt kein Neonatologiezentrum. Es ist hier noch viel zu tun und es wäre sehr gut, wenn die Spitze der Stadt, die auf die Gesundheitswirtschaft setzt, Frau Bürgermeisterin, sich hier zusammen mit dem Dekanat tun könnte, um die Krankenhausträger zu überzeugen, eine zukunftsträchtige Struktur zu schaffen, die dem Rest der Fakultät angemessen ist. Das ist meine Botschaft, eine gleiche Kritik. Das ist ein Gebiet, auf dem wir noch arbeiten müssen, um auch die Frauenheilkunde in jene Richtung der Diversifizierung und Schwerpunktbildung zu kriegen, wie es die Neurologen, wie es die Chirurgie und wie es die innere Medizin bereits geschafft hat. Trotzdem denke ich, wir sind auf dem guten Weg und wir werden weiter daran arbeiten, um auch dieses in diese Richtung zu bekommen, die der Bevölkerungsversorgung angemessen ist, nicht nur der medizinischen Wissenschaft. Deswegen freue ich mich auch, dass nach 110 Jahren übrigens die regionale chirurgische Gesellschaft ist die älteste in Deutschland von allen regionalen Gesellschaften, aber ihr ist auch sehr alt in einer Region, wo Traditionen jung sind, sind 110 Jahre sehr viel. Ich danke für die Möglichkeit, ein Grußwort von der Fakultät halten zu dürfen und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem sehr attraktiven Programm. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an die Festredner und im Namen des Vorstandes und der Gesellschaft darf ich mich für diese wohlmeinenden Worte und vor allen Dingen für diese wichtigen strukturellen Hinweise aus dem Munde des Dekans ganz herzlich bedanken. Die Wertschätzung unseres Fachs durch die Frau Landtagspräsidentin und die Frau Bürgermeisterin ist sehr, sehr wohltuend und wir hoffen daraus, das Beste machen zu können. Nun kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich zu den angenehmsten Aufgaben eines ersten Vorsitzenden einer wissenschaftlichen Gesellschaft gehört. Und das ist die Verleihung der Ehrenmitgliedschaften. Jetzt muss ich mal einmal in die Runde gucken und fragen, ob Herr Professor Holzgrebe schon eingetroffen ist. Wie immer pünktlich, sodass ich wie geplant beginnen kann. Der Vorstand hat einstimmig sich für zwei herausragende Kandidaten entschieden. Das eine ist Herr Professor Dr. Med H.C. Mult, Wolfgang Holzgrebe, der Leiter und Direktor der Universitätsfrauenklinik in Basel. Und der zweite ist unser lieber Kollege Herr Dr. Med Norbert Schürmann.
Und wenn Sie gestatten, darf ich mit Herrn Professor Holzgräbe beginnen und Ihnen kurz eine Vita präsentieren, die man selten hört, weil Herr Dr. Holzgräbe eigentlich die Eingangsqualifikation für eine Ehrenmitgliedschaft aufgrund seines jugendlichen Alters gar nicht erfüllt. Er ist also der weitaus jüngste das weitaus jüngste Ehrenmitglied, was wir jemals gekürt haben. Und das hat direkt was mit seiner Tüchtigkeit und mit seiner Leistungsfähigkeit zu tun. Also, Herr Professor Holzgräbe ist 1956 geboren, ist gestandener Westfale, hier geboren, zur Schule gegangen, verheiratet und hat zwei Kinder. Er hat in Münster studiert und dann parallel an der UC Berkeley in Kalifornien seinen Masters of Science absolviert in dem Bereich Public Health, und das hat er nach eigenem Bekennen als ausgesprochen fruchtbar empfunden für seine weitere Karriere. Staatsexamen für feuchte in Münster 1979 und die Postdoc Fellowship 1982 bis 84 an der UC San Francisco, und er hat dort Reproduktionsgenetik studiert und mit den Größten des Faches da kooperiert, und ich hatte die Freude, die junge Familie Holzgräbe dort 1984 kennenzulernen, weil ich gerade nach San Francisco kam und er mit seiner lieben Frau San Francisco verließ. Und unvergessen sind mir die Übergabeinformationen, die im Wesentlichen auf die besten Restaurants in San Francisco sich beschränken. Die Habilitation 1986 in Münster, dann Oberarzttätigkeit und die Übernahme, nachdem die Professur erreicht war, der Aufgaben des stellvertretenden Klinikdirektors, und dann der ganz große Sprung in seine jetzige Position hinein, nämlich der Ruf nach Basel. Wie groß dieser Sprung ist, das werden Sie erkennen, wenn ich Ihnen die Liste der abgelehnten Rufe verlese. Das kann man nicht memorieren, das muss man vom Blatt lesen, aufgrund der schieren Anzahl. International und national war Professor Holzgräbe einer der meistgefragten Bewerber, und so lehnte er zugunsten von Basel die Rufe nach Manchester, Chicago, Hannover, Stanford, Salt Lake City, Los Angeles, Pittsburgh, Münster und last but not least München ab, notabene. Und das ist eine, ich weiß gar nicht, ich bin medizinhistorisch gut bewandert hier in Deutschland, aber so viele abgelehnte Rufe habe ich bisher noch nirgendwo auffinden können. Die Forschung war entsprechend exzellent, 450 Publikationen in Medline gelistet, das ist die unbestrittene Nummer 1 hier in Deutschland in unserer Fachrichtung, 10 Bücher, 200 Buchkapitel und im Citation Index entsprechend der Rang 1, der ihm gebührt. Die Drittmitteleinwerbung, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, in der Schweiz fortlaufende Förderung seit 1995 durch ein DFG-äquivalente Förderinstitution und die NIH mit 1,8 Millionen US-Dollar für sein Projekt in non-invasive pränatale Diagnostik. Aber auch ein hervorragender Lehrer ist er, denn er hat 11 Jahre in Folge die beste Evaluation der Examensergebnisse erreicht, im Multiple-Choice-fachbezogenen Auswertung. Und natürlich, wenn eine solche Karriere durchstritten wird, dürfen Gastprofessuren nicht fehlen. Hongkong, Japan, USA. Er ist Herausgeber, Mitherausgeber von 11 Journalen und hat das Fetal Diagnosis and Therapy selbst herausgegeben als Journal, und eine Vielzahl von Preisen sind ihm verliehen worden, und ich darf nur vielleicht die bedeutendsten hier nennen: Maternité-Preis, Harkert-Preis, Erich-Sahling-Preis, Francis-Crick-Preis. Und damit nicht genug, 4 Ehrendoktortitel sind Herrn Professor Holzgräbe verliehen worden, der letzte 2006 von der Universität Athen. Ehrenmitgliedschaften in großer Zahl, wie Sie sich vorstellen können, und herausragen tun die Royal College of Obstetrics and Gynecology und das American College of Obstetrics and Gynecology, die Herrn Professor Holzgräbe zum Ehrenmitglied gemacht haben. Die Vielzahl seiner Ämter, die er bekleidet hat, zu referieren, ist schwierig, aber er ist Präsident der Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gewesen und, was sehr ehrenvoll ist, Secretary General der EPCOG. Das ist das European Board and College of Obstetrics and Gynecology.
sein Wirken hier in Nordrhein-Westfalen, da würde ich sagen, er ist der Fackelträger der modernen pränatalen Diagnostik gewesen. Er hat dieses Fach ganz wesentlich mitgeprägt zur Anerkennung im Inland, aber was vielleicht für uns noch viel bedeutsamer ist, eben auch international. Und das ist nur wenigen unserer Fachkollegen bisher gelungen. Und wir alle erinnern uns noch, als Professor Holzgräbe in Münster die Fortbildung über geburtshilfliche und pränatale Themen abhielt, wo mindestens 600 Teilnehmer jedes Mal zusammenkamen und begeistert reagierten. Also er ist unserem Land und vor allen Dingen unserer Gesellschaft zutiefst verbunden und darüber hinaus ein hochsympathischer Kollege und Freund, ein Sympathieträger, würde ich sogar sagen, für unser Fach, auch international. Und seine Maxime Suaviter in Morto, Fortiter in Re, hat er perfekt umgesetzt mit dem Erfolg, den Sie eben von mir verlesen bekommen haben. Er ist in einem Maße verlässlich als Freund und Kollege, wie man sich das nicht vorstellen kann. Ich selbst bin so oft Nutznießer dieser Verlässlichkeit gewesen, wenn es um Vorträge ging. Einmal sogar beim Stopover von Japan, während der Flieger wartete für eine Weiterreise in die neue Welt, hat er hier den Vortrag gehalten. Also unglaublich, und dafür ehren wir Herrn Professor Holzgräbe heute, und ich darf Ihnen sagen, wir sind als Vorstand und Gesellschaft richtig ein wenig stolz, dass wir heute diese Ehrenmitgliedschaft verleihen dürfen. Lieber Wolfgang, ich darf dich bitten, es wird erstmalig in diesem Jahr neben der Ehrenurkunde, darf ich das mal zuerst hören, die den schlichten Titel trägt, die Niederrheinisch-Westfälische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ernennt Herrn Professor Dr. Med. Dr. H.C. Mult Wolfgang Holzgräbe in Anerkennung seiner Verdienste um die Niederrheinisch-Westfälische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zu ihrem Ehrenmitglied, unterschrieben vom Vorsitzenden und vom Schriftführer. Und wir freuen uns, dass in diesem Jahr eben die Karl-Ewerke-Medaille sozusagen den Ehrenmitgliedern mitgegeben werden kann, als Besonderheit und als Erinnerung an unser Jubiläumskongress. Ja, sehr verehrte Landtagspräsidentin, sehr verehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Dekan, lieber Arne, das war eben diese typische Situation, wo mein alter amerikanischer Chef gesagt hätte, I wish my mother would be here, she might be the only one to believe it. Aber du hast ja auch richtigerweise gesagt, dass Ehrenmitgliedschaft dann so eine Alterserscheinung sein kann, da muss man vorsichtig werden. Und ich habe noch gedacht, bei deinen lieben Worten, wenn tatsächlich das schon mal auch in anderen Ländern passiert ist, dann ist vielleicht die Situation jetzt mit Westfalen für mich die, wie das beim ersten Bundespräsidenten Heuss immer war, offensichtlich, also die Geschichte wird erzählt, dass er in praktisch allen Städten, in denen er dann war in Deutschland, immer gesagt hätte, das wäre eigentlich die schönste Stadt für ihn, mit Ausnahme einer einzigen oder die zweitschönste. Und dann hat man also natürlich immer gespannt gewartet, was das denn dann sein würde. Und schließlich hat er das Geheimnis wohl gelüftet. Es war dann tatsächlich auch eine westfälische Stadt. Es war in dem Falle Münster. Und das ist eben bei mir tatsächlich so, dass ich diese ganz spezielle Verbindung zu Westfalen habe. Das fing eben an mit der Geburt am Möhnesee. Interessanterweise die Klinik, wo ich geboren wurde, ist inzwischen, wird gerade umfunktioniert zum Altersheim. Vielleicht sagt das auch was aus über die demografische Entwicklung. Das war dann klar, wenn man im Kreis Soest zur Schule gegangen ist, dass man nach Münster ging zum Studium. Mein Bruder war ja auch schon da. Er hat übrigens dann hier in Bochum am Modell in Herne dann auch mal als stellvertretender Klinikleiter gewirkt. Aber das war ganz selbstverständlich. Und ich bin ja heute mit dem Auto gekommen, habe dann das Mittagsmagazin gehört und das hat alle Erinnerungen sofort wieder wachgerufen.
Ich kann mich nämlich erinnern an das Mittagsmagazin, wo dann der Moderator, damals Haller hieß der, begrüßte seine Hörerschaft mit dem Spruch, ich war damals Student in Münster, guten Tag meine Damen und Herren, guten Morgen liebe Studenten, 12 Uhr mittags. Bochum, auch spezielle Beziehungen, also meine Frau ist immer hier hingefahren zum Theater, Zadek. Und ich habe mich eben auch gefreut, als ich dann im Radio gehört habe, diese Geschichte mit RIM, also Research in Motion, mit dieser Firma, die sich jetzt hier ansiedelt, weil sie ja das BlackBerry produziert, meiner Meinung nach eine der größten Erfindungen überhaupt der letzten Jahre. Ich freue mich auch, dass der Kollege Schürmann mit mir zusammen diese Ehrung bekommt, weil wir haben ja auch viele Dinge zusammen gemacht und Fortbildungen, dann teilweise mit Fernsehen, Ultraschall war ja auch noch nicht so weit entwickelt, zog man mit so einem großen Röhrenfernseher über die Lande, um Fortbildung zu machen. Es war einfach alles eine sehr schöne Zeit. Dann Arne Jensen, das war in der Tat eine ganz spezielle Verbindung, die zur Freundschaft wurde, die sich entwickelte aus San Francisco heraus. Und wir hatten dann einmal das Vergnügen oder die sehr spezielle Erfahrung, dass wir zusammen Preis bekommen haben der Europäischen Gesellschaft für Perinatale Medizin in Leipzig. Und zwar noch vor dem Fall der Mauer. Das war eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre und ich kann mich eben sehr gut erinnern, wie wir beiden dann aus der Bundesrepublik dort geehrt wurden. Also es ist ein sehr emotionaler Moment für mich und ich danke ganz, ganz herzlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun kommt für mich persönlich eine besondere Freude, nämlich die Ehrung unseres lieben Kollegen Dr. Norbert Schürmann, dem ich mich ganz persönlich sehr verbunden fühle und ich bin froh, dass ich heute ihm diese Ehrenmitgliedschaft überreichen darf. Herr Dr. Schürmann ist Jahrgang 39, auch in Westfalen geboren, auch verheiratet, 2 Kinder und hat in Hagen, wo er geboren wurde, dann auch wieder seine beruflichen Wurzeln verankert. Er studierte Medizin in Münster, Freiburg, Innsbruck, Essen, Münster wiederum bis 1966 und darüber hinaus aber eben auch, und das zeigt eben seine Breite, die er angelegt hat in der Ausbildung, auch Kunstgeschichte. Er ist aktiver Maler und seine Bilder sind auch im öffentlichen Raum zu betrachten. Und das Staatsexamen 1967 in Münster. Dann folgte die Promotion im gleichen Jahr und die Approbation 1969, die Facharztweiterbildung im Evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe unter der Führung von dem Chefarzt H.J. Dr. Wagner und die Facharztprüfung im Jahre 1973. Es gab damals natürlich noch keine Prüfung, die Facharztreife. Und darüber hinaus hat er die Fachkunde erworben für gynäkologische Laboratoriumsmedizin, ließ sich nieder im selben Jahr 1973 und zwar mit einer Innovation für damalige Zeiten. Er hat als erster ein Ärztezentrum gegründet und das war damals eine Pioniertat. Jedenfalls wurde ein Team des ZDF zu ihm, zu dem Interview und zum Filmen dieses Ärztezentrum geschickt und das Ganze im Landesspiegel publiziert und ausgestrahlt. Der Schwerpunkt seiner fachlichen Tätigkeit war die Endokrinologie und Hormontherapie und ist es nach wie vor, er ist ja nach wie vor tätig und die fakultative Weiterbildung erlangte er in Endokrinologie und Reproduktionsmedizin sowie in der speziellen Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, aber auch der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und der German Society of Anti-Aging, GESAM genannt. Ebenso im Vorstand des Gynäkologischen Qualitätsnetzes hier in Bochum, Hagen. Und das ist auch die berufliche Ebene, wo wir so
erfolgreich und intensiv zusammengearbeitet habe und wo ich seine Mitarbeit so ganz besonders schätzen gelernt habe. Er hat das Praxisnetz in Hagen gegründet und über fast ein Vierteljahrhundert hier die Geschicke der KV mitgelenkt. Man muss sich das vorstellen, über 6 oder 5 Amtsperioden ununterbrochen von 1981 bis 2004, also 23 Jahre in der Vertreterversammlung und von 84 bis 2004, also 20 Jahre im Vorstand der KVWL als ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Und das ist ein enormer Einsatz, den er hier für die Niedergelassenen, aber auch für die Kliniker mit Ermächtigung gebracht hat. Und das war auch so der Schwerpunkt seiner Tätigkeit hier, dass er den Ausgleich zwischen diesen beiden Berufsgruppen immer versucht hat. Er ist stellvertretender Leiter des Bundesbuszentrums in Hagen und war Bezirksstellenleiter hier in der KV in Bochum-Hagen. Er hat zahlreiche Publikationen verfasst und aufgrund seiner Verdienste wurde ihm die Rolf-Schlingmann-Medaille der KVWL überreicht und das war ja auch in unseren Ärzteblättern überall zu lesen. Nun, innerhalb der NBGG hat er seit Jahren schon die Rolle des Vertreters des Berufsverbandes inne und hat so die Brückenbildung zum Berufsverband gewährleistet und war eben, wie gesagt, in den genannten Gremien in Führungspositionen langjährig kontinuierlich tätig. Und ich erinnere mich an unsere sehr schwierigen Entscheidungen im GQN über das integrierte Versorgungssystem. Und da habe ich Sie bewundert, lieber Herr Schürmann, wie sachlich, wie geschickt, wie couragiert Sie Ihre Standpunkte vertreten haben, eigentlich um für uns Kliniker goldene Brücken zu bauen. Und das muss ich sagen, das ist heutzutage wirklich ganz selten. Und darüber freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, Ihnen im Namen des Vorstands die Ehrenmitgliedschaft zu überreichen. Lieber Herr Schürmann, darf ich Sie bitten? Gestatten Sie mir auch ein, zwei Worte des Dankes zu sagen für diese hohe Ehre, mit der ich noch wirklich nicht gerechnet habe oder hatte, wegen des Alters natürlich schon. Professor Holzgreve hat das ja sehr nett gesagt. Ich habe mir gerade überlegt, bei seiner Rede mich schon jetzt doch eventuell am Möhnesee in dieses frühere Geburtshaus, jetzt das Altenheim, anzumelden. Man weiß ja nie, was so in 10 Jahren ist. Und ich freue mich besonders, mit Ihnen zusammen geehrt zu werden, weil wir uns, er hat das ja schon geschildert, schon sehr lange kennen. Ich war der erste Prüfling bei ihm in Münster, wie es um den Farbdoppler ging. Ich war also, da bin ich heute eigentlich noch ganz stolz drauf, demnach auch einer der Ersten, der die schwierigen Anforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung erfüllen konnte oder erfüllen durfte, indem ich nachweisen konnte, dass ich bei Herrn Professor Holzgreve ein Testat bekommen habe, eine Prüfung abgelegt habe. Ich darf Ihnen heute sagen, die Prüfung war sehr freundschaftlich und harmonisch, wie er ja immer so auch als Prüfer wirkt, sodass das keine ganz große Schwierigkeit war. Aber das wussten die anderen ja nicht. Insofern bin ich dann doch stolz, diese Prüfung geschafft zu haben. Herr Professor Jensen hat ja auch alles gesagt, das will ich nicht alles wiederholen, in Hagen geboren und vielleicht noch ein Satz, was mich immer bestärkt hat in meiner berufspolitischen Arbeit, die Zusammenarbeit untereinander bei den Niedergelassenen, das war die Idee dieses Ärztezentrums von vor 35 Jahren in Hagen zu gründen mit 8 verschiedenen Fachgebieten, Hausarzt dabei, mit einer zentralen Röntgenanlage, mit einem eigenen Labor, mit einer eigenen Therapieabteilung. Also außer einer gemeinsamen Anmeldung war im Prinzip alles das vertreten, was heute gefordert wird, was heute gelebt wird in medizinischen Versorgungszentren. Wir hatten nur ein Riesenproblem. Wir waren Einzelkämpfer. Es wurde eben auch schon bei den Klinikchefs oder bei der Zusammenarbeit hier in Bochum der verschiedenen Kliniken gesagt, wir waren Einzelkämpfer und wir haben es nicht gelernt in unserem Studium,
gemeinsame Ideen auch gemeinsam umzusetzen, zu lernen oder das auch zu leben, sodass es nachher darum ging, im Labor zum Beispiel, es nicht verstanden wurde, warum der Allgemeinarzt 10 Pfennig damals mehr für einen Parameter zahlen musste als der Internist und so weiter und so fort. Wir haben also mehr oder weniger unsere Praxen dann einzeln geführt, natürlich mit der Möglichkeit der Patienten im Hause schnellere Termine, ist ja auch heute ein Riesenthema, schnellere Behandlungstermine zu bekommen, wo eben dann nicht differenziert wurde zwischen Privatpatientinnen und Kassenpatientinnen. Das so viel zu diesem Thema. Die Verbindung zu Bochum, und Herr Professor Jensen hat es ja eben geschildert, einerseits durch die letzten Jahre, wo ich hier Bezirksstellenleiter in Bochum sein durfte, der Kassenärztlichen Vereinigung, in einem wunderschönen Gebäude hier südlich am Stadtpark gelegen, wo man natürlich auch mal in der Freizeit den Stadtpark genießen konnte, und die Zusammenarbeit hier im Qualitätsnetz Bochum-Hagen, wo wir absichtlich auch in der Satzung Wert darauf gelegt haben, Klinikvertreter mit im Vorstand zu haben. Und das war eben das Vergnügen, Herrn Professor Jensen über Jahre als deren Vertreter in diesem Vorstand zu haben und mit ihm Dinge zu diskutieren, die heute vielleicht schon in Richtung Selbstverständlichkeit gehen, aber wir werden heute Abend oder heute Nachmittag ja die Gelegenheit haben, gerade über dieses Thema integrierte Versorgung ausführlich von allen Seiten beleuchtet darüber zu sprechen. Ich danke nochmal für die hohe Ehre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir sehr unangenehm, dass ich ausgerechnet als Tagungspräsident so weit überziehe, und ich kann mich nur entschuldigen bei den nachfolgenden Vorsitzenden der Sitzung. Das wäre Frau Professor Nitz und Herr Professor Kimmich, die Sitzung DMP-Mammakarzinom jetzt leiten, und darf Sie bitten, das dynamisch zu tun, damit wir nicht ganz aus dem Zeitrahmen rauskommen. Herzlichen Dank.